Hey Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Ja, dann lass uns mal eine Rutschpartie loslegen, würde ich sagen. Los geht's! Yippie! Das ist echt schwierig hier. Nur mal so nebenbei. Aber, oh Gott. Ich versuche echt drauf zu bleiben. Notfalls springe ich einfach immer. So. Ich finde, das ist so cool hier. Das Eis und so, das ist so schön. Man hat auch das Gefühl, richtig, es ist so kalt und... Ja, okay. Wenn es so richtig eis- und arschkalt wäre, dann würde sie sich echt den Popo gerade abfrieren. Wenn die hier so lang schlittert. Eine Speicheruhr ist wie immer nett. Dann gehen wir da mal rein. Oder kann ich hier noch was machen? So, kann ich mich klein machen? Ist hier noch was? Nö. Anscheinend sollen wir da einfach nur durch. Machen wir das einfach mal. Oh, oh. Jetzt hat er mich gesehen natürlich. Und verkriecht sich der Blödi. Deswegen ist immer gut, wenn man sie direkt beim ersten Mal erwischt. Na komm raus jetzt. Geht doch. Und wieder so einer. Na klar, musste sein, ne? Der musste natürlich dabei sein wieder. Der kann nicht anders. Na komm. Schieß mal los hier. Oh, jetzt hat er mich sogar mal erwischt. Ei, hör auf. Klappt. Okay. Super. Freut mich. Wir kommen eigentlich ganz gut voran, finde ich. Also, ich hätte jetzt immer Angst gehabt, dass wenn ich es nochmal spiele, ich viel rumfehle und das nicht so gut klappt mit dem Kämpfen. Aber ich finde, es lief ganz gut. Oh ja, oh, da möchte ich eigentlich nicht rein. Ich weiß, was kommt ihr nicht, aber wir werden es trotzdem gemeinsam tun. Bin ich jetzt wieder an der Schnauze vorbei? Ich war mir da gerade nicht so sicher. Jedenfalls sammeln wir die Flasche noch ein. Hatte ich nicht gerade ein Schnauzen gehört? Oh, dann hätte ich nicht nach unten gehen dürfen, glaube ich. Gehen wir mal. Oder auch nicht. Moment, wo soll ich denn jetzt lang? Soll ich jetzt... Nee, da hinten geht's richtig weiter. Dann eigentlich doch eher den Versuch wagen, hier hineinzugehen. Macht euch schon mal auf was gefasst. Lege nach einer Steckenpferdattacke mit der Vorpalklinge nach, um eine schnelle Abschlusskombo auszuführen. Die Herzogin belohnt die, weiß ich nicht. Ah, da bist du ja, Alice. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemeint? Ach, wie cool, ja, okay. Das alles nur meint es der Tornado nicht so. Die Herzkönigin, naja klar, sie sind beide grausam und der Taifun, er ist nicht grausam, beide sind gewaltig. Beide sind wahllos und zerstörerisch. Ich weiß nicht. Wahllos und zerstörerisch würde passen, gewaltig irgendwie auch. Das alles nur meint es der Tornado nicht so, würde ja eigentlich auch passen. Nehmen wir mal das. Exzellent.
Ich habe jetzt eigentlich gedacht, da kommt was anderes. Da wird auch, glaube ich, vielleicht noch was anderes kommen. Aber ist es nicht wunder, wunder, wunderschön hier? Das erinnert mich natürlich wieder hier an das, war es das Tränental? Wie sich das nannte? Oh, es ist so toll hier. Man kann so rumplätschern, wie ganz am Anfang des Spiels, wo man ins Wunderland kommt. Nur, dass alles gerade so still hier ist und so, als wäre Nacht oder Abend und so eine besinnliche Stimmung irgendwie. Als würde sie mal kurz in sich gehen und zur Ruhe kommen. Einmal kurz nachdenken, einmal kurz die Dinge auf sich wirken lassen. Ja, ich mache natürlich nebenbei wieder Screenshots, nicht wundern. Es ist einfach so toll und so schön hier. Und sobald ich hier weggehe, war es das nämlich. Sammeln wir das mal ein. Die Rosenfarbe. Eine von vieren haben wir. Und da wir die jetzt haben, haben wir es erledigt. Würze Feinde mit Salben aus der Pfeffermühle. Das war's auch schon. Jetzt sind wir nämlich wieder zurück. Deswegen genieße ich diese kurzen Augenblicke immer, wo wieder mal etwas Besonderes geschieht in Madness Returns. Wieder mal so ein bisschen außerhalb der Norm des Spiels. Man könnte ja auch einfach hier durchlaufen. Es wäre schon schön genug gewesen. Aber nein, die Entwickler setzen irgendwie immer noch einen drauf, hatte ich so das Gefühl. Ihr merkt schon, ich schwärme sehr von dem Spiel, aber es ist halt auch so. Und warum auch nicht, ne? Ihr habt bestimmt auch alle irgendwelche Spiele, die ihr total toll findet, die euch prägen, die ihr gerne nochmal spielt und so soll es sein. Da ist eine Schnauze. Wusste ich's doch, dass ich eine höre. Okay, gehen wir da mal rüber. Ab zu den goldenen Zehen, immer her damit, dann können wir bald ein Upgrade machen, vor allem auch fürs Steckenpferd jetzt, weil das ist eine sehr gute, starke Waffe, die sollten wir auch immer mal upgraden. Und dann runter mit der Alice. Also sage ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi, ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Warum erinnert sie sich daran? Warum war die Erinnerung wichtig? Das schaffe ich nicht. Shit. Menno. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alles trotzdem, was ich vorher auch hatte. Also hier geht's echt gerade ab. Kommst du denn her? Hör auf, mich anzueisen. Och Mann. Stirb. Blödes Vieh. Gibt's ja wohl nicht. Gut, dann heilen wir uns mal ein bisschen. Nein, das war der falsche Knopf, Entschuldigung. Bis wir wieder ganz gesund sind mit unseren Rosen. Wunderbar. Und ein paar Zähne haben wir auch noch gleich. Hier wollen wir rüber. Haben wir auch geschafft. War hier noch irgendwas? Einmal nochmal die Aussicht genießen. Einmal nochmal zu diesem tollen Schiff. Ich glaube, da machen wir uns ja auch gerade auf den Weg hin. Hinüberdrehen. Schön. Ich bin gerne in diesem Level, wobei, ja, es ist ein schönes Level, aber es ist nicht so dieses Gefühl, oh, hier würde ich gerne leben, so. Dafür ist es einfach zu eisig. Können wir den Fisch kaputt machen, wenn er nochmal wiederkommt? Egal, wir gehen einfach weiter. Und nehmen noch 2 Zähne. Was ist denn hier noch? Ah, da kann ich irgendwie rüber. Bringt mich das Ding rüber? Ja. Da bekomme ich Zähne. Die will ich haben. Ich will die Zähne. Hui! Wo bringt mich das hin? War ich hier überhaupt schon mal drin? Wer weiß.
Ich erinnere mich einfach nicht mehr. Ich höre auch schon wieder eine Schnauze. Sehr gut. Und eine Flasche. Und kaputt machen. Reingehen. Schnauze finden. Schnauze direkt vor der Nase. Schnauze gepfeffert. Gut. Juhu. Kleinen Hopser gemacht. Oh, da ist aber ein böser Fisch. Und nein, oh Gott. Wieder runtergefallen, fast zum Fisch. Und da sind wir auch schon rübergekommen, wie es ausschaut. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass ich ja was übersehe, ne? Was ist das Lilane da hinten, was da so leuchtet? Was ist das? Leuchtet das einfach nur so oder habe ich da was übersehen? Da hinten leuchtet doch auch noch was. Da will ich hin. Ich will da rüber. Da gehe ich jetzt mal lang. Mach einen Schwenk hier nach rechts, wenn ich kann. Genau. Na, sieht doch ganz gut hier aus. Ah, okay. Ich sehe schon, dass ich hier langlaufen kann. Da muss ich mich nicht mal für klein machen. Nein! Da muss ich mich doch für klein machen. Gestorben. Gestorben. Ab zu den gruseligen Fischen. Aber, ja, ne, ist klar. Einfach mal mich zerfleischen. Hättest du wohl gerne. Ich will natürlich nicht nach links zur Flasche. Ich will... Wie habe ich das denn gerade gemacht? Bin ich hier lang? Nee, ich war da drüben. Das war schon richtig. Hä? Hä? Ach so, ich war schon auf der richtigen Seite, oder? Okay, das Ganze nochmal. Goldene Zähne her mit euch. Bis hierhin war es ja okay. Ah, und da vorne dann aber rüber. Einmal hopsen. Und dann wäre es auch gewesen. Naja. Laufen, 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 laufen. Und dann war da unten doch noch was zum Einschlagen, ne? Wir nehmen hier alles mit. Ich will mich nicht hinterher ärgern müssen. Aber... Was ist hier? Nix oder... Hä? Warum ist es dann wichtig, hier runterzukommen? Das muss einen Sinn haben. Komisch. Warum kann man das jetzt hier durchbrechen? Wozu? Damit ich einfach nur rüberkomme, wenn ich da oben auf dem Ding bin? Hm, wie merkwürdig. Oh! Ja, so geht's natürlich auch. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Komisch. Ja, ich habe keine Ahnung. Doch. Ha, ich soll da unten rein, weil da ist noch irgendwas. Da sollen die Zähne sein, da waren wir aber schon. Wird mir hier noch irgendwas gesagt? Ich versuche ein bisschen den Symbolen an den Wänden zu folgen, um schlau daraus zu werden, warum die eine Seite jetzt offen war, aber irgendwie nicht. Vor allem, was zeigt er mir da an? Ein Kuh? Ich weiß es nicht. Ich gehe wieder zurück. Ich denke, es ist auch okay. Gehen wir mal zum Schiff. Wird toll, ich weiß es. Es ist immer toll. Hier war ich ja auch unten, stimmt. Nee, da will ich nicht schon wieder hin. Da hatten wir auch alles eigentlich abgegrast. Und dann runter mit dir. So, er kommt jetzt hier lang geschwommen. Oh, ich muss mich beeilen. Und hab's geschafft. Sehr schön. Ach ja, zu ihm sollen wir. Das wurde mir nämlich gerade angezeigt.
von Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Für uns. Also komm rauf. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Die sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral, oder die Haie verspeisen uns. Ja, für mich ist das so, dieses Meerjungfrauen-Kneipending, was in der Realität war, das wird halt hier jetzt gerade so ein bisschen, ne? Alles so ein bisschen auf Meerjungfrau, alles so ein bisschen auf Wasser, Meer. Weil wahrscheinlich waren da auch viele Seefahrer in der Realität dabei oder so. Und dann verbindet sie das natürlich alles mit ihrer Fantasy-Welt und den Haien und so. Meide Wrackhaie, Kanonenfeuer und Minen. Drücke die linke Maustaste, um Kanonen abzufeuern und die rechte Maustaste, um Wasserbomben zu schießen. Ja, mal gucken. Das ist das? Ah ja. Ich gebe mir Mühe hier bei diesen Minispielen. Ja, ist was Neues. Habt ihr noch nicht gewusst vielleicht. Man hat hier zwischendurch ab und zu so coole Minispiele. Ein Hai ist mir durch die Lappen gegangen. Nanu, und? Wie weit noch? Ach, wir sind durch. Oh nein! Wir werden angegriffen! Schenke der Katze Beachtung. Sie bietet guten Rat. Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundant, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig, wenn ich eine hätte. Klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns.
Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit den verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Illusionstiefen. Ja, wir sind mit Alice in einem weiteren neuen Level angelangt. Wir sind quasi unter Wasser. Das sieht man auch jetzt an ihrem neuen wunderschönen Outfit. Ich finde dieses Outfit übrigens unglaublich hübsch mit diesen Fischschuppen und so. Gefällt mir richtig gut. Total süß, obwohl die anderen ja auch total schön aussehen. Und ja, wir können halt alles Mögliche hier machen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier mal schon mal reinrennen. Warum nicht? Dann erledige ich das nochmal eben. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier so erleben werden. Denn, ja, man kann sich natürlich jetzt viel zusammenreimen, was das hier alles bedeutet. Und irgendwie, backst du mal bitte nicht so rum. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Ja, die Wirklichkeit, wie hatte ich ja schon gesagt, ne? Man kann es halt auf jeden Fall so ein bisschen sich ableiten. Und nun ist es ja im Buch auch so, da gibt es natürlich den Zimmermann und vielleicht kennt ihr diese Geschichte noch mit den kleinen Dingern, wie heißen die nochmal? Naja, die Geschichte vom Walross und dem Zimmermann. Die Austerngeschichte, genau. Und es gibt diese Austerngeschichte, die ist ja auch sehr traurig und so. Und oh, er weint voll, er tut mir voll leid. Oh Mann, oh, ich will ihm helfen, ich will ihn trösten. Und dann gibt es ja auch noch den Greif und die falsche Schildkröte im Buch. Und naja, es gibt ja auf jeden Fall so einige Meeresbezüge auch im Buch. Und natürlich gibt es dazu auch ein schönes Level. Das erforschen wir aber im nächsten Part von Alice Madness Returns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich sehr, dass wir dieses Spiel spielen und auf den nächsten Part. Ohne Flachs, total toll. Bis dann!